Wir sind nicht frustriert. Ich denke, Frust wäre da komplett falsch am Platz. Natürlich ärgert es uns, dass wir die Punkte in Rothenburg liegen haben lassen. Aber die Saison ist noch lang, da kann noch genügend passieren. Im Endeffekt ist die Niederlage jetzt überhaupt nicht aussagekräftig, sondern es ist halt passiert. Wir haben es jetzt abgehakt, im Training aufgebessert und sind natürlich heiß drauf, das im nächsten Spiel besser zu machen und wollen auf jeden Fall den Sieg gegen Landshut holen.